Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Und sollte euch diese Episode heute am Ende gefallen, dann lasst doch am Ende des Videos gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Wir sind Mia und müssen jetzt Ethan finden. Hier am alten Schiffswrack. Am Tanker. Haben noch eine Flasche im Inventar. Und anscheinend hat uns das kleine Mädchen wieder gerufen. Wenn es da sich um die Evelyn handelt. Da ist Ethan, oder? Ethan! Ist es Ethan? Haben wir graue Haare? Nee. Ethan! Nee! Oh nö! Ethan! Aber ist Ethan jetzt nicht eigentlich auch infiziert, wenn man das mal so streng genommen nimmt? Wir haben so viel Kontakt gehabt mit diesen Viechern, wurden gebissen, wurden hier, da Hand abgehackt und dran gewachsen mit dem Zeug und so. Ist Ethan vielleicht auch infiziert? Und die müssen ihn töten am Ende? Könnte das kommen? Ich weiß nicht. Warum hat Zoe uns die Uhr gegeben? Ich höre ihren Atmen. Wollen wir da echt rein? Eine Taschenlampe habe ich aber. Das ist auch gut. Der scheint ja aber schon ziemlich lange gestrandet zu sein, der Dampfer. Wieso hat das noch keiner gesehen von der Regierung oder sowas, um den irgendwie wegzuschaffen? Haben die das so vertuscht? Das ist ja Umbrella halt, ne? Ich habe keine Items. Das ist aber nochmal eine ganz andere Atmosphäre hier im Kutter als im Haus. Okay. Sie hat Flashbacks? Sie war hier doch schon auf dem Schiff. Was war das? Okay, sie scheint sich doch nicht... Es gab ja dieses Bild, wenn das Mia war mit dem kleinen Mädchen, wie sie von einem Schiff gekommen sind. War sie also schon mal hier? Oder kriegen wir jetzt Erinnerungen reingedrückt von Evelyn, dass sie vielleicht Psychokräfte hat? So wie Alice halt, ne? Von Resident Evil. War ja genauso ein Experiment. Ich kann bisher nur durchlatschen. Es gibt nichts zu finden. Alter, guck das mal an hier. Die Schiffscrew. Die sind alle draufgegangen. Schon cool. Dunkel, aber sehr cool. Okay. Endlich mal ein paar Objekte, mit denen man was machen kann. Es ist einfach ungewohnt, mit Mia zu spielen, weil sie halt anders atmet. Oh. Sind alle tot? Ja. Es ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay. Dann muss ich da wahrscheinlich auch lang. Sie hat sie alle umgebracht. Kann man das mitnehmen? Nee. Scheint so, als kriegen wir gleich so die Story zu sehen, wie das alles
zustande gekommen ist hier. Okay. Da blubbert doch einer oben. Ah, hier haben wir noch eine antike Münze. Okay, weiter runter. Aber nicht zum Maschinenraum. Bäh. Okay. Da lang. Ist auch eine Tür. Ich kann auch wieder aufstehen. Hier brauche ich nicht mehr geduckt gehen. Vielleicht ist von dem kleinen Mädchen ja auch gar nichts mehr übrig. Und das ist jetzt nur so eine Hardcore-Masse. Eine Crewliste. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald, erster Offizier Giovanni Finetti, zweiter Offizier Clark Walsh, Dwayne, Kommunikationstechniker Jim Stockmann und Arzt Gerald Waddell. Da sagen wir die Namen jetzt nichts. Hä? She's not child. My. Sie ist nicht mein Kind. Wem? Wow. Moin. Alles klar? Er muss sich vor etwas versteckt haben. Mhm. Aber vor wem? Sie ist nicht mein Kind. Wer hat das geschrieben? Haben wir noch was unterm Tisch? Nee. Beim Kacken jeder gestorben, ey. Das ist auch immer ärgerlich. Super, ich mag es immer, Schränke aufzumachen, wenn nichts drin ist. Okay. Und wo komme ich gerade? Von hier, okay. Orientierungslos im Boot. Yo. Wie in Tomb Raider. Das ist das Boot, was das auseinandergebrochen war. Hier haben wir noch ein Bild. Kann ich das anschauen? Ein Engel, der jemanden richtet. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Ich finde, die hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Mia, oder? Finde ich, irgendwie. Nicht, dass das die Vergangenheit von Mia ist und Mia ist hier der Übeltäter, dass sie es vergessen hat oder so. Keine Ahnung. Die sieht ja fast so aus. Ist aber cool gemacht, ey. Ja, die Leiter ist lang. Das wird immer schmutziger hier alles. Okay, runter ins Wasser und dann da wieder die Leiter rauf. Toll. Bäh. Weil so lange wie das Schiff hier ist und alles schon zugewachsen ist,
wenn man den Zeitraum bedenkt, dann könnte dieses Mädchen jetzt auch Mias Alter erreicht haben. Aber das würde ja keinen Sinn machen, wenn sie mit Ethan da vorher verheiratet war und dann 3 Jahre verschwunden war und so. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Achtet mal auf die Stiefel, die sie anhat. Und ich habe im Haus habe ich einen Stiefel gefunden, der genauso aussieht wie die Stiefel, die sie jetzt hier trägt, das Mädchen. Da stand Evelyn drauf. Ich habe das Warten satt. Hier hat sie aber noch beide Stiefel an. Und sie hat das Warten satt. Ah, du Kacke. Ah! Ich hab nichts für mich, wie ich wehren kann. Hier hat sie jetzt total zugemacht. Ich brauche eine Sicherung. Und guck mal, überall Gegner. Ja, ich krieg's nicht auf. Ich krieg die Kiste nicht kaputt. Gib mir irgendwas. Gib mir ein Messer oder irgendwas. Ja, eine Pflanze. Mhm. Okay, hier habe ich eine Kiste. Ich brauche irgendwas, um die Kiste zu zerstören, ey. Ah, der kriegt gerade wieder weg. Nach unten gehen bringt nichts. Was für eine Kacksituation jetzt. Gib mir doch irgendwas. Eine Stange oder so. Irgendwas zum Hauen. Ich kann mir jetzt einen Heiltrank herstellen. Mal direkt reingucken. Da ist was. Maschinengewehrmunition. Oh. Komm, hier rein. Ich kann die ganze Zeit nur weglaufen und in die Türen hier reingehen. Also jetzt bin ich wieder in dem Raum. Mach mal auf. Mach zu. Hier ist nichts. Was war das? Mehrzwecksicherung. Da ist auch noch eine Tür. Hilfe. Gib mir doch irgendwas. Waffen. Ein Zettel. Kann ich die Tür hinter mir zumachen? Alter. Feuerlöscher. Irgendwas zum Hauen, ey. Die können keine Türen öffnen, die Idioten. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe, altes Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ein Pärchen? Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keinen Verwandten. Vielleicht mache ich mir so viele Gedanken. Ich vermisse dich, ihr liebe Jim. Okay, die haben also ein Pärchen eingesackt. Auf einem Tanker. Die ein Kind dabei hatten. Aber warum denn ein Pärchen? Wer ist denn der Vater gewesen? Bootsfahren auf den Amazonas. Schönheiten der schwarzen Lagune. Mhm. Du mich auch. Komm, ich kann sogar hier durchgucken. Ich habe leider immer noch keine Waffe gefunden.
Wieder eine Kiste. Schon die zweite Kiste, die ich nicht öffnen kann. Noch ein Buch. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich um und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer und schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Ich schrie, okay. Jetzt kauere ich in meiner Koje, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf dem Gang. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach unten zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Okay. Was habe ich gerade genommen? Psychopharmaka. Die Sicherung habe ich jetzt. Ich könnte mal hier so ein Heildings bauen. Munition habe ich. Soll ich wirklich schon die Sicherung einpacken für die Tür? Es nervt mich, dass ich hier diese Kisten nicht aufmachen kann. Es ist bestimmt noch mehr Munition drin. Da ist das Viech. Da bin ich in die Tür rein und hier bin ich wieder raus. Alles klar. Hier hinten war ich noch nicht. Dass ich auch keinen Feuerlöscher mitnehmen kann. Das Ding kann ich nicht bedienen. Die Musik wird ätzender. Hier hinten war ich doch auch noch gar nicht. Speicherraum. Aber hier steht keine Kiste, wo ich da Sachen rausnehmen kann. Aha, was wollte der aus der... Jawoll. Zwei Schuss. Zwei fucking Schuss. Ich könnte die zwei Schuss nutzen, um die Kisten zu zerschießen. Was soll ich sonst mit zwei Schuss anfangen? Regal ist nichts mehr. Hui. Angespannte Situation. Mit zwei Schuss kriege ich dir die schwarzen Viecher sowieso nicht weg. Nicht mit so einer kleinen Pistel. Deswegen mache ich das jetzt mit den... Ich werde das mit den Kisten machen. Vor den Viechern muss ich einfach weglaufen. Ja. Erste Hilfe. Ah. Hau ab! Scheißviech. Hier war die Kiste. Ich kann die Tür nicht zumachen noch jetzt. Oh, Schießpulver. So. Die Kisten habe ich jetzt alle geöffnet. Jetzt muss ich die Sicherung reinbauen. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe zwei Heilungen. Einmal Schießpulver. Der steht natürlich da. Da kann ich auch noch nicht rein. Ich glaube, jetzt habe ich sie ausgetrickst.
Bruce die Tür zu. Für die andere Tür, da hätte mir ja so eine Türklinke gefehlt. Okay. Hier sieht es aber auf jeden Fall schon mal freundlicher aus. Mit ein bisschen Beleuchtung und so. Ich habe jetzt den Speicherpunkt eben überschrieben. Das heißt, ich kann also nicht nochmal zurück, um mir anzuschauen, was passiert wäre, wenn ich Zoe gerettet hätte. Aber gut, vielleicht mache ich mal irgendwann nochmal so einen Spaßdurchlauf als Livestream oder so. Und dann kann ich ja mal die andere Seite wählen. Ich glaube, wenn man einmal das Spiel durch hat, ist man sowieso schneller mit dem ganzen Kram. Hier kann ich noch rein. Ganz schön groß das Boot. Du musst echt auch passen, dass du dich nicht verläufst, ey. Da sitzt sie wieder. Sollst du so spät noch Fernsehen sehen? Hä? Hausaufgaben gemacht? Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Ein Videoband. Wenn ich mich erstmal hier umsehe. Was ist das? Alte Videokassette. Ja, die ist wirklich alt. Okay. Da ist wohl die Wahrheit drauf, Leute. Ich weiß, ihr wollt sie sehen. Ich will sie auch sehen. Aber wir werden es in der nächsten Folge anschauen. Die sieht doch voll nett aus, oder? Aber ich finde, guck mal, die Frisur und so. Kannst du den Kopf auf ganz drehen? So wie bei Exorzist? Nee, das schaffst du nicht, ne? Das schaffst du noch nicht. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat hier auf dem verlassenen Schiff, dann lasst doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da und dann schaltet ihr in der nächsten Folge ein. Wenn wir uns die alte Kassette anschauen, wo die Wahrheit, glaube ich, zu finden ist, dann erfahren wir, was hier passiert ist. Und wir sollen uns erinnern und ich bin sehr gespannt. Also danke fürs Einschalten, Leute, und bis zur nächsten Folge von Resident Evil. Macht's gut und ciao, ciao.